Call sign. Siebener, 16, ja, ist okay. Japan. Eigentlich alle so an mehr oder weniger kleinen Ligen, wenn man interessant, ne? Worauf ich halt Bock hätte, ich meine, gut, jetzt wie gesagt, Al-Nassr durch Ronaldo halt naheliegend. Warum aber auch, weiß nicht, es gibt ja immer mal so den einen Spieler hier oder da, der nach Japan gewechselt ist oder so. Oder der deutsche OM, der damals nach Australien ist. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber da auch irgendwie gefühlt alles zerrissen hat. So, wo du so ein, zwei Marquee-Spieler in der Liga hast, die man irgendwoher kennt, oder einfach den Verein zu nehmen und potenziell halt mehr Marquee-Spieler zu dem Verein zu holen oder sowas, ne? Also hat irgendwie alles immer so einen Reiz, finde ich jetzt zumindest. Klos kommt, das ist ein Siebener, aber der kommt weg. Also Vereine in einer kleinen Liga, die man sonst nicht so kennt, die dann vielleicht einen Spieler oder zwei haben, die man irgendwo mal gehört hat, irgendwo mal gesehen hat, die aus England dann gewechselt sind. Und wenn sie nur noch zwei, drei Jahre übrig haben, ne? Einfach so, um mal einen Verbindungspunkt zu setzen zum Verein und dann der Rest ergibt sich ja dann über die Zeit, dann lernt man den Verein und die Spieler kennen und so, ne? Brasilien habe ich auch im Auge. MLS für mittlerweile, ja, MLS, true. Wobei bei MLS schon, ich weiß gar nicht, wie der Durchblick mit der, also wie die Liga funktioniert überhaupt. Weil die ja eigentlich Playoffs, glaube ich, haben dann am Ende, weil die haben doch Conference South und East oder sowas, West und East. Eigentlich sind die doch auch mit zwei Dinge geteilt, ne? Ich weiß ja nicht, wie das im FM ist. Ich glaube, im FM haben sie tatsächlich ein normales Ligensystem. Zumindest tauchen sie am Ende alle in derselben Tabelle auf, wenn man nachguckt immer, ne? Boca Juniors. Ja, aber in Brasilien hast du ein paar, ne? Sao Paulo. Flamengo, Fluminense, Santos oder auch Kaiser Chiefs in Argentinien. Kaiser Chiefs ist Argentinien, ne? Glaube ich. Kaiser Chiefs Argentinien? Gremio, ja. True. Stimmt, die haben auch ein Red Bull Team. Das hatte ich auch im Beirut Safe gesehen, ja. Stimmt, Kaiser Chiefs. Ich hatte noch überlegt, aber was hat denn Argentinien noch? Boca Juniors. Ist nicht noch ein großes Team? River Plate haben die noch, ne? Mit österreichischen Jugendspielern? Alles mit österreichischen Jugendspielern. Boca Juniors einfach alles am Aufräumen. Da wollte ich hin. Ich will die Mannschaft noch sehen, Digga. Da. Buenos Aires. Racing. River Plate ist ja gar nicht dabei, ne? Oder heißt wenn dann anders? Aber ja, River Plate ist, glaube ich, noch. Es wird langsam. Was haben wir jetzt? Vier, ne? Ich glaube, vier haben wir. Ivancic, Fuchs, Alar und Hinteregger. Aber auch Schweizer, ne? Mit Sommer, Xhaka, Shaqiri, und Banetta. Also auch viel Schweizer. Viel Schweizer für Österreicher. So, Spielgespräch hätten wir eigentlich erst nach, hätten wir auch vor Köln machen können, aber gut. Frankfurt ist das schwierigere Spiel, theoretisch. So. Spielen wir wieder Grimaldo? Spielen wir Grimaldo noch, warum nicht? Da er sein Ding noch gut macht. Why not? Jung mit dem Tor. Ja, schon kurz, das Morata hat ein Tor wegen dem Bildschirm hier, weil wir Morata und Trapp hatten. Da ist Morata und Höger mit der zweiten Vorlage. Höger spielt die Saison seines Lebens, der will Rafinha verdrängen. Also hatte er gefühlt schon, ne? Morata, Vorlage Ivancic, 3-3 für Morata. Let's go. Come on, Hattrick. Ach, Rosenthal. Rosenthal mit dem vierten Saisontor, ne? Richtig mal angemerkt haben. Viertes Saisontor für Rosenthal. Michel Bastos Vorlage Grimaldo.
Sorry Fuchs, aber der Junge kann was. Manchmal. Und Fuchs kann auch was, gelbe Karten kassieren. Das kann er gut. Das kann er sehr gut. Zu gut. Komm on. Fünftes noch. Verletzung Martip. Oh oh. Literally. Neustädter. Let's go. Komm, sechstes noch. Wer fällt's greedy? Ein bisschen, ne? Ein bisschen gierig vielleicht. Komm, Morata kann noch eins. Komm, Morata. Morata? Schade. 5-1 gegen Frankfurt nehme ich so mit. Leverkusen 4-0. Aha, der Hunter hat sich wieder gegönnt, oder wie? Ne, nicht mal. Callejon, Rolfes und Bender. Ungeschlagen noch Bayern und Hannover. Sonst, also jetzt sehe ich das, Bayern hat den Pokal gewonnen. Kaiserslautern hat sich als Pokalfinalist qualifiziert. Lautern hat sich als Pokalfinalist qualifiziert für die Euroleague. Die haben den Pokal nicht mal gewonnen. Ach du Kacke. Sidney Sam, wo war der jetzt? Noch bei Leverkusen da? Ja. Mein Sidney Sam hatte, also ich sag mal so, offensives Mittelfeld, also rechts Außenstürmer, Mittelfeldspieler, so hatten die über die, Jahr, die letzten 10 Jahre immer wieder Top-Spieler, ne? Also jetzt Sidney Sam vielleicht nicht top-notch, ne? Aber war ja gefühlt, bis er zu Schalke ist, eigentlich echt nicht schlecht. Mandzukic auf 4, Rosenthal auf 4, Helmes auf 3, Patrick fucking Helmes, let's go. Und Hannover, glaube ich, auch wieder dabei. Na gut, Hannover umgeschlagen, ne? Hannover macht sich echt sau stark. Kann Eiern? Ja, ja, von mir aus. Ja, aber auch schon früher, also mit Barnetta, Renato Augusto, Vidal, also das Fünfer Mittelfeld, das sie damals hatten, war ja insane. Kroos ja damals noch. Also das war ja anders wild. Er hat echt Rafinha verdrängt jetzt, ne? Der höhere Kleine. Okay, dann lass mal Fuchs mal. Oh, Grimaldi ist auf 71, ne? Der ist schon wieder plus 5. Draxler plus 2. Tschüss. Na gut, der Anfang ist ja schon mal deutlich besser als die letzte Saison. Neustädter Viruserkrankung. Schwierig. Viruserkrankung. Schwierig. Also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat Leverkusen echt mit Mittelfeld. Und mit Stürmern, die irgendwie nicht gut sind, aber irgendwie Tore schießen. Kießling. Kießling Paradebeispiel. Kießling kann nix, gar nichts kann der. Aber der budet. Oder er hat halt. Okay, der kommt weg. Wir brauchen hier keinen vollen Torwart. Na gut, das haben wir erst gemacht. Speichern. Komm, gegen Köln muss jetzt ein Sieg her, oder? Die sind 9, das ist schon nicht so schlecht da, aber wir haben ja 60 plus oder so, ne? Die sind gerade super in Form. So Köln abschießen eigentlich. Morata mit 3 am besten. Am besten eine Hattrick einfach in der zweiten Halbzeit. Bam, bam, bam. Von mir ist auch noch einer in der ersten. Wird aber ein bisschen zeitlich, ein bisschen schwierig. Okay, 0-0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit Platz der Knoten, ne? Sind wir uns alle einig, glaube ich. Also sind wir so einig, dass der Knoten jetzt platzt bei uns. Aber so einig, dass der Knoten jetzt platzt bei uns. Tranquilo Barnetta, Vorlage, no fucks given. Komm gleich ans hinterher. Bam 2-0. Gelb Granit Xhaka. Come on. Nö, ja, okay. Wird ein unspektakuläres 1-0. Bester Mann auf dem Feld, Joel Matip, der Rechtsverteidiger gespielt hat. Damit sind wir Erster. Huch, huch. Leverkusen verliert gegen Dortmund. Bayern und Hannover weiterhin ungeschlagen. Hannover gegen Gladbach, Bayern gegen Fürth. Damit ist Rosenthal auf 5.
Was ist denn mit Rosenthal los? Helm ist auf 4, Mandzukic, Adrian Ramos macht 3 Buden, ist jetzt auch auf 4. Rafael van der Vaart auch wieder 3 Buden. Hüntela, Joselu, Ibisevic, Rudnevs. Also letzte Saison Top Goalscorer, Mandzukic, Hüntela war dabei, Ibisevic, Joselu. Damals hat noch Lewandowski, der ist halt jetzt weg, dafür ist halt jetzt Helmes da, I guess. Helmes ist einfach der neue Lewandowski. Geht das vielleicht auch ein bisschen wilder Vergleich, bin ich ehrlich. Minus 76.000, also wir brauchen echt mal Geld, weil wir Shaqiri noch verlängern müssten, ne? Stand jetzt läuft Shaqiri aus. Stand jetzt läuft Shaqiri am Ende der Saison aus. Ich meine, wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn er halt dann, ne, wechselt oder keine Ahnung, aber ich hätte halt gerne das Geld für ihn. Wir haben 12 gezahlt, das 12 wäre das. Wir könnten Gewinn machen mit ihm. Theoretisch könnten wir auch sagen, so jetzt Richtung Zukunft gesehen, wir verkaufen Shaqiri und gehen dann, wechseln dann so langsam auf Adrian, ne? Wir sagen im Winter Shaqiri weg, bis dort den Adrian ein bisschen angelernt. Weiß ich nicht. Martin einfach eine 16er Form. Muss belohnt werden. Komm rein für ihr Ding. Unastell auch eine 13er Form. Was ist denn los? Was ist denn los da? Also ein anderes Team im Vergleich zur letzten Saison. Gut, wir haben nur 3 Spiele, nee, 4 Spiele, ne? Also immer mit der Ruhe. Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Ja, ja. Also nicht, dass das jetzt Hochmut ist, ne? Aber der Fakt, dass die Saison jetzt schon deutlich besser läuft. Aber das heißt ja noch nichts. Aber immerhin haben wir schon ein Viertel Richtung Nicht-Abstieg. 40 Punkte ist ja die magische Grenze, heißt es immer, ne? Mit 40 Punkten ist, glaube ich, noch keine Mannschaft abgestiegen. Beziehungsweise bist du mit 30 schon fast safe. Können wir Spaß aber gucken, Vorjahrestabelle. Was der Vorjahrestabelle. Mit 30 wärst du gerade so safe gewesen. Meins mit 29. Wäre knapp gewesen. Und wir hatten wirklich auch noch fast die gerade so die 40. 42. So, Shida gut trainiert. Always on the run. Oha, hinterher kommen wir zum ersten Länderspiel. Tschüss. Wird auch mal Zeit, wa? Ivanjitz. Bastos. Jubiläumsspiel anscheinend. Sehr schön. Also noch moralisch gute Voraussetzungen, um da jetzt Hoffenheim einfach vom Platz zu fegen, oder? Sehen das falsch? Nee, ne? Sehe schon richtig so. Morata, come on. Wo ist er? Wo ist Alvaro? Fast. Wo ist Alvaro? Komm, komm. Das ist Xherdan. Xherdan Shaqiri. Schönes Ding. Also zur Halbzeit. Come on. Da geht noch was. Yes. Come on. Da ist Alvaro. Vorlage Höger. Höger spielt die Saison seines Lebens. Ich habe das Gefühl, wir sollten Höger im Winter oder spätestens im Sommer verkaufen, weil besser wird er nicht. Also vielleicht wird er schon besser. Ich weiß nicht, aber so gefühlt, ne? Morata und Fuchs. Fuchs mit der gelben Karte. Natürlich. Natürlich kriegt Fuchs gelb. Fuchs wird hier eingewechselt. Hat 4 Minuten später gelb. Digga, das ist bodenlos. Auch, wir waren jetzt noch vorne mit mir. Hamburg? Nee. War da nicht gerade noch irgendwie außer Hannover und Bayern? Weiß ich nicht, wir waren Erster. Hannover gewinnt gegen Fürth, Bayern gegen Hertha. Rosenthal macht schon wieder ein Tor. Ich verstehe es nicht. Schlau drauf ist jetzt auch auf 4 Buden. Aber sag mal, was ist denn mit Rosenthal los? Verletzungsanfällig. Aha. Ist nur eine Frage der Zeit, Leute. Ist nur eine Frage der Zeit. Das ist mal ein Unterschied. 5 von 5 und haben 1, 2, 2. Einfach Rosenthal, Digga.
We've all gotta die. Das Rosenthal-Spiel des Monats, das wundert mich jetzt nicht. So. Wir spielen jetzt wieder Grimaldo. Also, Grimaldo hat Fuchs bald verdrängt, wenn es weitergeht, ne? Ich kann auch Raffiner nicht reinpacken. Das ist so wild, ne? Wir nehmen mal Ivancic mit statt Barnetta. Ich würde gerne ein bisschen wechseln, ne? Aber kann ich mir halt fast nicht erlauben bei dem Kader jetzt gerade. Maximilian Kimmich, ob der mit dem anderen verwandt ist? Wie heißt denn Kimmich noch mit Vornamen? Wie heißt denn Kimmich mit Vornamen, Digga? Bin ich jetzt komplett lost? Joshua Kimmich. Eieiei. Ah, jetzt mal kurz ausgesetzt, du. Mal ganz kurz ausgesetzt. Until the day I die. So. Ohne Stache gut trainiert. Shaqiri muss vor dem Tor cleverer werden, ganz klar. Haben wir mit Grimaldo gemacht, das machen wir das mit Adrian auch so. Bisschen Moral geboostet, dass wir ihn spielen lassen. Also machen wir dann natürlich auch noch. Natürlich mit Rafinha theoretisch auch machen, weil weiß ich nicht, Digi. Und dann nehmen wir halt Shaqiri mit statt Ivancic. Grounding deep in my sea of lonely. So, gegen Hertha. Wer ist Hertha? Haha, wahrscheinlich Fuchs tatsächlich. Aber das spielt gerade nicht. Kraft mit der Glanzparade schon mal. Da würden ganz schön eine Kraft aktieren, Tor zu schießen. Oh, Ronny. Bruder von Raphael, oder? Doch, müsste. Oh, gelb für Uchida. Komm mal, Leute. Wo ist das Tor? Wo ist Alvaro Morata? Alvaro Morata, Vorlage Michel Bastos. Fuchs ist auf dem Platz, ne? Die gelbe Karte ist nur eine Frage der Zeit. Xhaka, schade. Matip? Na? Oha, Fuchs. Maschine, keine gelbe kassiert. Wir müssen sowas. Einzel gegen Hertha, nehmen wir mit. Nehmen wir so mit. Hannover, beide immer noch ungeschlagen, aber beide unentschieden. Ja gut, haben gegeneinander unentschieden gespielt, deswegen. Jetzt ist die Frage, wie viele Tore ist Rosenthal? Digga, das sollte nur ein Witz sein, ne? Mit wie viel. Ich meine, das Spiel ist Sturm, das ist schon mal, erklär schon mal ein bisschen was, aber Rosenthal hat 9 Buden am 6. Spieltag, Digga. Rudenefs, Morata, Helmes und Mandzukic stehen mit 5 schon gut da. Rosenthal hat 9. Nenne mir einen Spieler, auf den du auf keinen Fall gesetzt hättest, dass es dieser Torschützenkönig wird. Rosenthaler ganz oben mit dabei. So, Länderspielpause wieder. Na gut. Ah, nee. Bodenlos. Absolut bodenlos. Hier 4-4. Huiuiui. Martial 3 Buden. Let's go. Und Crash. Let's go. Ich wollte tatsächlich jetzt noch vom Samstag aber das Spielgespräch machen, aber FM sagt nein.
And when I dream. E. Na gut, nehmen wir halt den Autosave noch. Wenn der theoretisch ein bisschen später war, angeblich. Dann war schon hier der gleiche Point. So. Ein Jugendspieler, Tim Herbst. Ja. Ja. Sieht das nicht schlecht aus, wa? Nehmen wir so mit. Angebot für AK? Nein. Nein, Mama. So viel zum Dreipack von Martial, though. Alar trifft gegen Lettland. Let's go. Maschine. So. Na gut, da brauchen wir nichts machen. Ist ja, ist halt so, ne? In das Spiel und so. So. Dann. Where it lays. Chips. Sehr gut. Dann in die B. Die laufen schon wieder über, ne? Sollten wir vielleicht auf 7 gehen? Vielleicht muss ich gleich nochmal ausmisten. Lass mal machen, lass mal machen. So, wir haben. Also unter 40 oder unter 50, ne? Nee. So, wir setzen hier mal die Leute auf die Bank. Der ist Torwart, der kann bleiben. So, Trinks? Nee, reicht nicht. 42? Nee. Auch nicht, wenn er erst 17 ist. 43 reicht auch nicht. 44 auch nicht. Wenn er erst 17 ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht mehr rechtzeitig gut genug wird. Sage ich mal jetzt, wie es ist, ne? So, jetzt sind alle auf ihrer Best Position, right? Yes. Auch der Torwart wird halt nicht reichen, leider. So, 16:46 ist okay. Der Rest ist alles mitzuarbeiten. So. 34. Alles, was unter 40 ist eigentlich, wird nicht reichen. Bei den 7ern können wir es vielleicht nochmal riskieren, vielleicht nochmal warten. Die beiden sind 15 immerhin. Der Rest ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Das ist eigentlich eine recht gute Mannschaft, die wir da haben. So, unfaire Gehälter können wir gleich nochmal schauen. Da haben wir wieder ein paar anscheinend. Sneak out while they sleep. I'm lost in the night. And start over. So, Grimaldo möchte mehr Geld. Oh, der verdient echt nicht viel. Der verdient tatsächlich nicht viel. Und Vertrag verlängern? Maybe? Yes. Okay. Nochmal Option für den Spieler. Können wir wahrscheinlich die Klauseln tatsächlich rauslassen. Langsam das Team herangeführt. Machen wir 2 Jahre. Ne, wir machen echt nur 1 Jahr. Ich will nur das Gehalt jetzt erstmal erhöhen. Okay, will ich gerade nicht. Außer. Oh, wir haben 3 mehr. Ja, ja. Okay. Dann nochmal Vertrag verlängern. Yep. Wir nehmen alle Klauseln raus. Wird langsam an das Team herangeführt.
Mach ein Jahr. Machen 600.000. Hä, wieso nicht, Digga? So, Shaqiri. Lehnt ab. Kein Spielergespräch? Nee. Muss ich mal drauf gucken, ob wir dann vielleicht mal mit Shaqiri reden können. Sagen können, ey Digi, für den Vertrag anbieten. Denk doch mal drüber nach, bitte. So? Oh, she got them. Grimaldo verlängert, das ist sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Oh, bewerben wir als Gastgeber. Yes, sir. So. Gucken wir eben durch die Jugendmannschaft wieder durch, ne? Haben wir jetzt ein bisschen Luft bekommen. Michael Müller, also generischer Name geht ja wohl nicht, bitte. When I'm consistently fail you. So tell me now. How do we get out? So, Morata. Da gibt's keinen. Da leider auch nicht. Da leider auch nicht. So. Können wir gleich mal gucken. 7er. Werte sind okay. 44 wird aber nicht reichen. Eigentlich können wir den wegschmeißen, oder? Wir warten mal. Bartel können wir mal einen Vertrag anbieten. Tatsächlich. Dann warten wir noch. So, dann müssen wir auch hier aus. Da haben wir einige, die echt gut aussehen. Ne? We get out. Können wir gucken, wenn hier jemand Richtung 60 geht, vor allem von den 8ern oder so, können wir tatsächlich hier auch mal versuchen, ein Angebot zu machen. Ja, der Torwart zum Beispiel. Nächste Saison, zweite Mannschaft. Abfahrt. Ansonsten. Der IV, ja, ist aber halt nur ein 6er, ne? Bin ich vorsichtig tatsächlich. So. Shaqiri müssen wir auf jeden Fall mit reden. Auf jeden Fall Shaqiri. Ja. Okay, Sir. Also Richtung Winter, ne? Mr. Shaqiri, müssen wir da zumindest mal ein Wörtchen drüber reden, ne? Weil dann kommen wir langsam in die Phase, wo ich sagen muss, okay, entweder verkaufe ich jetzt oder nicht. Okay, bei den beiden ist das schwierig. Morata, Draxler und Rafinha. Und alle mehr Geld. Haben wir nicht irgendwie das verlängert? Morata, glaube ich, ne? Ich habe die doch alle mehr Geld bekommen, glaube ich. Aber ist halt noch nicht so, dass er unfaire Geld haben anscheinend, weiß ich nicht. Guck mal, Leute, 7 von 7 gegen Freiburg, let's go. Jan Sommer, Glanzparade. Jawohl, Tor, Lobos, wunderschön. Guck mal, Leute, wo ist Morata? Wo ist Alvaro? Yes, Hövedes, Vorlage Michel Bastos. Yes, Diagne, wunderschön. Ich danke dir. Drittes wäre noch witzig gewesen. Come on. Jetzt ein drittes Tor. Julian Draxler, Vorlage, Xherdan Shaqiri. Komm, viertes. Schade. Sah kurz danach aus.